Moin zusammen, Fennec hier. Anlässlich meines Runs in Elden Ring, wo ich nur mit Bogen spiele, will ich euch heute mal zeigen, wo ihr den Durchschuss-Talisman herbekommt. Der Durchschuss-Talisman gibt euch 10% mehr Schaden auf Pfeile und Bolzen. Es taucht nachher nicht in der Angriffskraft auf, aber es gibt euch 10% mehr Schaden auf Pfeile und Bolzen. Und da will ich euch, wie gesagt, mal zeigen, wo ihr den herbekommt. Und zwar hier in Caelid. Wir befinden uns hier gerade bei der unpassierbaren großen Brücke. Nochmal von nahen zu sehen. Und neben der Brücke befindet sich dieser Turm. Und da oben befindet sich dann auch schon der Durchschuss-Talisman. Und ja, wenn ihr ein Bogenbild bauen wollt, kann ich euch den sehr empfehlen. Und zusätzlich, falls ihr wirklich überwiegend nur mit Bogen spielen würdet, würde ich dann noch den blaue Tänzerin-Talisman mitnehmen und den Ritualschwert-Talisman. Wo ihr die finden könnt, das habe ich euch hier nochmal verlinkt. Aber heute geht es nur um den Durchschuss-Talisman. Da müssen wir, wie gesagt, hier den Turm in Caelid hochlaufen. Und hier oben befindet sich dann auch schon die Truhe, in der der Talisman versteckt ist. Guti. Das war es dann auch mit dem Video. Morgen, also am Donnerstag, wird der nächste Stream stattfinden. Das ist jetzt ein bisschen außerhalb des Plans. Aber ich dachte mir, dass wir mit dem Bogen halt da besser durchkommen. Können wir diese und nächste Woche vielleicht auch noch zweimal die Woche streamen. Aber das werdet ihr dann noch rechtzeitig gewahr, wenn wir dann immer streamen. Normalerweise halt immer sonntags. Aber diese Woche morgen nochmal. Guti. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.